Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu. Heute teste ich Speedstar, The Power of Energy, Energy Drink, Kokos Limette. Ist ganz neu, also bleibt dran. Jo, Speedstar ist ja einer der Energy Drinks, die ich am meisten schätzen gelernt habe in den letzten Jahren, hergestellt für Norma. Und Preis-Leistungs-Verhältnis waren die bisher eigentlich immer gut. Na, ist günstig und schmeckt sehr gut. Das Design hier ist schon mal ansprechend. Na, Kokos-Limette, da freue ich mich schon drauf. Aber das Auge trinkt mit. Na, deswegen, also das Teil hat 31 Kilokalorien und 7,2 Gramm Zucker, was auch die Kohlenhydrate darstellt. Das Design ist schon mal ja, schlicht und einfach gehalten, finde ich persönlich nicht verkehrt. Aber zunächst öffnen wir. Und das klingt richtig geil nach Dose, so sollte es sein, so muss es sein, so brauche ich das. Das riecht nach, vordergründig nach Limette. Ja, es riecht vordergründig nach Limette, finde ich cool. So, ich würde sagen, Leute, schenken wir ein. Ich schenke jetzt nicht wieder alles ein, weil ich will da noch ein bisschen was von haben. Oh, es ist, ja, milchig, würde ich sagen, hat aber ordentlich dicke Bubbles. Das finde ich schon mal ansprechend. Es hat einen leichten Kokos-Touch, aber auch Limette. Cool. Ich würde sagen, Leute, Prost. Designtechnisch, das geht noch etwas besser, aber von mir dafür satte 4 Sterne. So, Prost. Und es bewahrt sich mal wieder. Billig ist nicht gleich schlecht. Im Gegenteil, man schmeckt Kokosnuss total gut raus und die Mischung mit der Limette einzigartig schön. Also wirklich gut. Geschmacklich kriegt das von mir satte 5 Sterne. Es ist auch, es geht auch schön runter, ja. Das ist auch ein Kriterium bei mir, wie man das trinken kann. Gibt ja teilweise Drinks, da verschluckt sich halb mehr dran. Aber das hier ist super. Wirklich sehr gut gemacht. Also sind die 5 Sterne berechtigt. So, ja, ein kurzes Review mal wieder. Muss auch mal sein. Ich würde sagen, Leute, kauft euch das. Testet es aus. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Und natürlich, wie mir gilt, schaut auf meinen anderen Social Medias vorbei. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Allzeit. Gute Fahrt, Jungs und Mädels.